Du da, mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Riecht irgendwie nach Arsch und Leiche. Wilhelm, töte diese Wilden. Ich kill beides. Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Borderlands 3. Ja, heute wollen wir uns nach Wacken begeben. Das ist Wacken. Einmal im Jahr kommen hier alle bösen schwarzen Männer aus Mittelerde her, um mal richtig die Sau rauszulassen. Das große Metal-Festival. Wieder mit dabei ist der liebe Little Tiger und Rachel. Ich stehe auf alte Säcke wie dich. Ey Gandalf, ich will dich in Heizwäsche sehen. Hallo. Ja, Corona-Pandemie hin, Corona-Pandemie her. Wacken, darauf haben wir alle total Bock. Mal wieder mal richtig schön hier unter Leute kommen, ne? Oder. Da sind wir auch schon, das große Tor von Wacken. Hier. Ey, warum ist er auch gut? Weil es eingescannt wird. Genau. Und damit nicht alle gleich sterben. So. Obwohl das Fahrzeug jetzt, glaube ich, nicht zerschrottet wird. Weil es Gold ist. Hey, das Auto war goldrichtig! Ich muss jetzt aber wieder Rolands Grab bewachen. Geh und rette Tennis! Wacken! Allerdings wollen die, dass man halt jemand anderen nimmt. Die Kanivora im Econet hat begonnen. Die Opferung geht gleich los. Lass dich nicht aufhalten. Rette Waffen. Tennis. Shield. Alter, hör mit. Immer Sachen, ein paar Sachen verkaufen. Das sind ja sehr höhere statt Transformer. Oder auch geil, wenn du so eine Frage gestellt bekommst, ja, was wolltest du eher tun? A, mit deiner Frau essen gehen und dann der Typ so B. Das war Earl Bundy, der es gesagt hat. Bis hierhin und nicht weiter. Das ist ein Klassiker, das ist von Earl Bundy gewesen. Würde ich auch sagen. Ach so. Beute! Okay, das ist tot, sehr gut. Öffnen wir den Rucksack. Ich will öffnen. Was Legendäres, ja Mann. Wahrscheinlich. Tot. Das ist ja böse von dir. Hauptsache, hier gibt es leere Scheiße, ich krieg nur grünes Zeug, Alter. Digga, ich hab was lila Farben gerade aufgehoben, das kannst du ja dann kriegen. Du kriegst nie wieder irgendwas von mir. Und aussteigen. Hier, so, ich hab nämlich was lila Farben gerade aufgehoben, das könnt ihr euch gerne teilen. Hier, Tiger, nimm gerne. Du hast auch gegen der irgendwas bekommen. Ja? Ja? Ich muss selbst mal gucken, was ich gerade legendäres aufgehoben habe. Mal gucken, was war denn das? Ich glaube, es war ein Sniper von mir gewesen. Schokoladbitch. Oh, anlegen, geil. Oder nicht? Es ist ein SMG, die Bitch, nicht wahr? Ja. Hast du ja. Das Ding macht kritischen Schaden, also quasi, es doppelt deinen kritischen Treffer, den du vorhast. Das bedeutet, wenn du bereits auf den Kopf schießt, machst du noch mehr Schaden. Ich nehme mir gerade mal die Spins von meinen Waffen. Ja, wollte ich halt auch machen. Zwei doofe ein Gedanke. No. Ja, das nehme ich auf jeden Fall an und Moxie nehme ich auch, genau. Noch weniger als null Geschmack. Also zero taste, wunderbar. Okay. Wo ist die... Doch, war die hier oben gewesen, doch? Ja, doch. Genau, auf der anderen Seite. Okay, wir müssen auf die andere Seite.
Öffne dich, Tor. So. Jetzt machen wir die Quizfragen. Was zur Hölle gibst du da von dir? Bei meiner Brustmuskulatur. Das ist Sansi Khan. Sie moderiert die heißeste Banditen-Gameshow von Pandora. Oh, du musst gewinnen, damit sie sich unsterblich in mich verliebt. Tu es, tu es, tu es. Oh, was ist sie gruselig, oder was? Oh, ich liebe sie so sehr. Ich bin so verliebt. Ich will Babys mit dir machen. Ich habe einen Plan, wie ich sie machen kann. Ich hacke mich in ihre Gameshow und ändere ein völliger Mr. Vaughn, Money. Und keine Sorge, ich übersetze für dich, denn ich spreche banditisch. Bei mir hat sie nicht mal ein Bein bewegt. Die ist einfach nur rumgeglitscht. Okay, bald wollen wir die Quizfragen. Okay, die Regeln sind ziemlich kompliziert. Wähle einfach vor dem anderen Typen die richtige Antwort. Sonst wirst du gegrillt. Kapiert? Ist nicht wichtig. Los geht's. Von den Kleinen hier? Genau, wir müssen besser als der Typ da. Du weißt es, Faust. Ich lass es dir. Sehr gut. Okay, ich hacke mich jetzt in die Systeme der Show. Sie sagt, ihr sollt euch bereit machen. Oh, sie ist unglaublich. Auf den Buzzer! Alles klar. Na komm, stell die Frage. Okay, welcher Bandit schmeißt die besten Killerpartys? Vaughn, der austrainierte? Oder McDonald OP? Vaughn. Denke wir. Der Opa schmeißt die geilsten Partys. Also, diese hier lautet, wer ist der hübscheste pandoranische Obermacker aller Zeiten? Ist es Handsome Jack oder Tri-Calypso? Wow. Na, Handsome Jack eindeutig. Handsome Jack ist der geilste. Okay, sie steht auf oberkörperfreie Typen mit durchtrainierten Körpern. Alles klar, diese Party kommt in Fahrt. Und jetzt, wer... Galaxis? Komm schon, das weißt du, hä? Will ich es? Ist es der Typ hier? Tut es genau jetzt? Okay, na los, na los, na los, so. Er kommt. Ich im Tiger. Ach, Tiger war richtig, okay. Was? Na, es war zur Auswahl. Little Tiger oder ein anderer Typ hier? Wer ist die mächtigste Sirene? Unsere Retterin und in jeder Hinsicht ein Sinnbild der Perfektion. Lilith, Lilith ist richtig. Du weißt, was sie hören wollen. Ja, die wollten Lilith hören. Ach, diese Tyrene Calypso. Ah, Blutfede! Okay, bringen wir den Sieg nach Hause. Ich kann nicht verlieren. Welchen überqualifizierten Banditen-Single mit einem hinreißenden Cape und Bauchmuskeln aus Stahl sollte Sansi unbedingt daten? Boah, schwierig, oh, das ist, da. Vaughn. B. Es ist wirklich sehr schwer gewesen. Sie kann ihre Augen nicht von mir lassen. Nebenbei gesagt, habe ich die Show komplett manipuliert, damit du gewinnst. Egal, wie blöd du dich anstellst. Glückwunsch. Dreckiger Betrüger. Ich hasse Betrüger. Tötet die Konkurrenz! Ich hab den Lauf! Brennt! Wir sehen noch raus. Okay. Sag ihr, was für ein hammergeiler Kerl ich bin und dass ich. Los, schreibt ihr das auf, dass ich der blutrünstigste Todeskönig auf dem Planeten bin und stark. Und dass ich einen mächtigen Arsch habe. Vaughn ist der blutrünstigste Todeskönig auf dem Planeten. Und hammergeil oder so ähnlich. Oh Mann, sie ruft mich, ich muss los. Einen besseren Kumpel kann man sich als Todeskönig nicht wünschen. Hey, Sansi, was geht?
Genau. Und bei dir so? Aha, aha, aha. Willst du meinen Arsch sehen? Ah ja, bestes Telefonat. Und es ist alles so wahr. Da ist überhaupt nichts ausgedacht. Es entspricht alles der wahrsten Wahrheit. Und das noch. Und das noch. Hm. Oh, warte, wollte ich nicht rauswerfen. Ah, komm her. Und das. Waffen. Du brauchst sie. Ah, hier ist der. Helfen zu gehen. Oh, da unten ist ein Dicker. Hallo, liebe den Römer. Den will ich. Eine Hexe. Oh, Alter, mit einem Schuss. Was war das denn? Mit der Doom-Pumpe. Ah, ja. Und Rachel, mit der Bitch schön auf den Kopf ziehen. Da machst du doppelt so viel Schaden wie normal mit kritischen Treffern. Echt mal. Au, hey. Fiss dich. Doch, Ben! In die Beine! Ich krieg hier irgendwelche Hühner. Verpack, verpack! Oh, was Legendäres! Hat er nicht gesagt. Ich hab die Jackhammer bekommen. Oh, geil! Das ist eine geile Hyperion-Schrotflinte. Nee, der Jacobs ist ein Jacobs, SMG. Genau. SMG. Stimmt, das feuert dann andere SMGs ab, genau, da war ja was gewesen. Ne? Wenn du, hey, wenn du. Hier oben ist ein toter Kleppi. Hast du ihn? Ich hab ihn. Ich mach's mir hier gemütlich, das gefällt mir drinne. Setz mich auch in die Lounge. Ja, ich muss rausgehen. Rucksack! Hey! Was? Rucksack? Hier ist ein Rucksack, ja klar. Du kommst, ne? Vorbei! Wir öffnen. Warte. Ist der schon offen? Ja, ist schon offen, ja. Lol. Diese Sniper hatte so ein Alien-Ding um sich herum gehabt am Lauf. Das ist gut, ist eine Symbiontenwaffe. Wirklich? Warte mal. Seid ihr bereit? Teamarbeit. Genau. Los, warte, den Dicken bin ich mit. Hallo? Zu spät. Mann! Lass da aus, Jo! Oder Jage. Was hat denn gerade getroffen? Tiger, nein, stirb nicht! Warte, hat gegen das Heft geschossen. Nein, ich hab nach innen geschossen. Lebe! Mir geht's besser! Was geht mit der Raketenwerfer voll dagegen geschossen, Junge? Ich hab keinen Raketenwerfer genutzt! Sie hat keinen Raketenwerfer! Halli, hallo, hallo! Da hier! Oh, diese Schrotflinte, die macht mega Spaß, ey! Und sie ist aus Doom! Ja. Das hier hab ich auch schon mal gespielt! Oh, ich glaub, jetzt kommt Bosskampf, oder? Nö. Jetzt kommt Strip-Schuppen. Warte mal, Rachel. Ich muss gerade drücken. Noch nicht, das sind Strip-Schuppen und da wollen wir alle zusammen reingehen. Ja, man kennt das doch wohl nicht. Ja, klar. Kannst lieber auf Tony. Was macht ihr denn da? Was? Verstehe er. Ja, er reißt das Bäuchlein und zeigt auf seinen Mund. Das soll heißen, er hat Hunger. Das bin ich. Ja, oh, jo. Ja. Ich hör hier gerade irgendwie Ketten sehen. Ja. Ich auch. Weiß Siegen! Außer so ein Besuch. Ich merk's. Ja, ich liebe diese Schrotflinte jetzt schon, ey. Alter! Beute! Wo? Achso.
Der Bett war nach 2 Schüssen kaputt. Dieses mörderische Ritual läuft schneller, als ich gedacht habe. Ich habe wie gesagt noch ein Ass im Ärmel, aber ich würde lieber darauf verzichten. Ey, lass mich wieder gut. Wer auf der falschen Seite steht, stirbt. Manuva wird doch geschossen. Da ist da oben hinten. Nee, da oben ist niemand mehr. Nee, Faust ist da oben alleine mit der Kiste. Mein Schatz! Ich lauf! Ich bin richtig. Nee, hier bin ich falsch. Hä? Oh, Hallöchen. Ja. Nur grüne, noch schon wieder grüne Rakete, aber ich kacke mich. Hier, du kriegst was Gutes. Das ist eine Symbionten-Sniper-Gewehr. Was? Von Hyperion. Oh, ich hab's hier. Oh, Mensch. Nein, nein. Ich kann es dir dann gerne unten geben, na klar. Warte, welche tanzt da als Stange, da muss man hin, warte. Was sollst du für mich zu Hause machen? Ja, da komm, gib mir Kohle. Warte, ich tanze an der Stange, ich hab ja ein paar Tänze, hier. Oh yeah. Okay. Wodka, Wodka, na, 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 Wodka ist zum Trinken da. Und Welch hat auch getanzt, sehr schön. Alles gut, 0:07 ist es. Der Mitternacht. Moment mal, aber mein Outfit kann man die Uhr nicht sehen. Nee. Ich habe eine Piratenuniform an, da kann man keine Uhr haben. Wolltest du mir nicht noch irgendwas hinschmeißen? Ja, warte, ich werde es genau. Warte, pass auf, Sniper. Hier. Mit Symbionten vorne dran und eins ohne Symbionten. Mit Symbionten ist natürlich cooler. Ich nehme beides. Ich nehme beides. Er hat's wieder gesagt. Kammerjäger, der Stream wurde gerade abgebrochen. Was ist da unten los? Ich fahre das nicht. Aber jede Verzögerung ist eine gute. Tut mir leid. Nur ein paar technische Problemchen. Vielleicht hat sich wieder jemand an der Antenne. Raketenwerfer, wer will? Hier, Rachel. 900 mal 2. So. Alles einsteigen. Also keine Losfahrt. Naja. Guck dir mal das dicke Ding auf Rachels Rücken an. Ja, jemand macht sie gleich richtig viel Schaden. Rachel hat schon wieder den Bug, dass sie sich bestimmt nicht heilen kann. Komischerweise heilt sie sich gerade. Ja? Also ich habe da Heilungsdinger über den Kopf gesehen. Ja, hier rechts gibt es noch irgendwo ein Heilungsdinger. Ja, da müssen wir aber von außen reingehen. Alle Spieler benötigt. Okay, komm mal alle her. Oh nee, das ist doch das mit dem großen Teil, oder? Ja. Wäre natürlich besser, wenn jeder sein eigenes Auto hat. So schnell wirst du nicht zum Böden. Ach nee, wir müssen glaube ich alle in ein Goldenes rein, nicht wahr? Nee, ja, kannst glaube ich alle... Keine Ach, Teile. Das war das. Nee, wegen Wacken hatten auch jeder ihr eigenes Auto gehabt. Tennis ist noch an Bord. Du musst sie verfolgen. Na gut, dann jeder in sein eigenes Auto. Klingt nach einer guten Idee. Ich nehme hier so einen Roller. Ich muss sein, Leute. Ey, ich bin schon auf dem Weg hinterher. Ja, auch tschüss. Immer hinterher, immer hinterher. Ich mit dem Scooter. Ja, dann kann ich besser fahren. Our race hardcore. Yeah. I feel hardcore. Guck mal, wie ich mal um die kleinen Viecher hier. Oh, sie kommen jetzt hinterher. Er kommt. Meine Damen und Herren und alles, was sonst noch kreucht und fleucht. Wir sind jetzt schon da und euer Leben. Auf der einen Seite ein Kammerdienst. Hinter mir ist ein Auto. Die schrecklichste Maschine. Alter! Menschen
angebaut wurde. Der Rest davon? Scheiße. Ich hab's tot. Komm her. Hast du noch 200 Leben? Nee, jetzt lebst du doch. Ich glaube, ich habe die Schwachstellen dieses Monsters. Ah, erwischt. Es ist trotz seiner Masse sehr schnell. Um es auszubremsen, musst du die Treibstoffzufuhr zerstören. Ja, untenrum ran, genau. Wir müssen jetzt untenrum durch. Au, hey. Seid ihr kaputt? Nee, alles gut. Mir ist bloß ein Bandit reingefahren. Jetzt müssen wir die Crew töten, alles klar. Hoppla. Auto ist kaputt. Noch nicht. Nein. Nee, der kleine Wagen hier runtergekommen ist schon halt. Rachel hat man. Jetzt kommt die Boxencrew, drauf da. Er ist kaputt. Und der nächste Idiot kommt runter. Hey! Kaputt. Wer will noch? Ach ja, draußen der Tank müssen wir jetzt kaputt machen, genau. Blau. Kannst du auch ausschließen? Hallo. Wir machen kurz Pause. Lass mir Ruhe. Sofort, ihr Idioten! Spitze, Kammerjäger. Geh jetzt an Bord und rette Tennis. Tennis! Alter! Nein, direkt auf Tiger drauf! Ich seh's. Was hast du nur wieder für ein Pech? Ich will mal das Pech. Wäre nicht verkehrt. Das ist der Bus mit diesen komischen Dings, ja. Mit den Zahnrädern, genau. Mit den komischen Kumpanen da. Genau. Los! Ja, Gott, das kommt. Hey, warte doch mal. Ich will aber auch probieren, wie ist. Schieß doch nicht auf mich. Schieß daneben. Die beiden Snipers liegen. Er kommt. Sehr schön. Hallo, Mr. Busch. Wir haben Leute oben. Da ist schon einer. Ein Beute. Was? Wo Beute? Beute hinter. Ja, ich such den da. Wo? Da ist passiert. Ja, hier. Ich bin erst mit dem Rucksack. Ich kann den Rucksack nicht öffnen. Doch, jetzt. Ja. Oh, schon wieder nichts wegen dir, das ist ein Spiel. Ich aber auch nicht. Ah, hey, Leute. Ich werde diese Jackhammer einfach weg. Oh, Nico. Weißt du, wo mir Jackhammer noch bekannt vorkommt? Woher? Bei Smackdown. Goldburst. Ja, Goldburst, genau. Goldburst. Wie Goldast, Goldast. Nee, Goldburst. Ja, mit der Glatze. Genau, der war früher mal große Rivale von Undertaker. Der hat den Undertaker lebendig begraben, das weiß ich noch. Goldberg hatte doch so eine Fehde mit Brock Lesnar, oder? Unter anderem. Und Goldberg hatte doch da den schnellsten Weg ever gemacht, ein paar Sekunden. Aber 8 Sekunden hat er den komplett zerstört. Ey. Ach, Goldberg, jetzt habe ich das nicht verstanden. Goldberg. Ja, Mensch, der hat, der war 12 Jahre lang, hat er nicht mehr gewrestelt und dann kam er wieder. Und dann hat der Brock Lesnar wirklich zu Sau gemacht. Richtig. Aber der hat ihn aber auch innerhalb von 8 Sekunden zerstört, ey. Das weiß natürlich, und vorher hat, vorher hat ja Brock Lesnar noch einen Undertaker fertig gemacht. Bei, bei WrestleMania hat er den fertig gemacht.
blockiert. Ja. Und wo Roman Reigns ja gegen Undertaker gewonnen hat, hat der Undertaker aufgehört. Genau. Ja, der war auch, glaube ich, der längste Wrestler, der dabei war, ne? 30 Jahre? Ja. Jo, da auf dem Beutedings. Markieren. Da. Nein! Da, vorne. Oh, du hast das Wo ist der? Da. Ja, vor, er ist noch nicht gegangen. Ja, er ist halt weggerannt. Da ist er. Meine letzten Atemzüge sind. Was lasse ich dann zurück? Haben wir ihn? Habt ihr was Legendäres? Ihr habt Legendäres, sehr schön. Und Artefakte und offene Fragen. Ich habe die iridianische Heimatwelt nie gefunden und werde es auch nie tun. Du auch? Tiger, ganz ruhig. Nee, ich hab nichts Legendäres. Rachel? Ja? Sie hat, okay, sie hat Luck. Sie kann heute was? Was? Tiger, ganz entspannt bleiben. Wir hatten heute alle keinen Luck. Ja, doch. Sie hatte Luck. Die hat fast bei jedem scheiß Typen irgendwas bekommen. Na gut, stimmt. Ja. Hm. Wenn es noch nichts, ne? Ja. Und da ist sie. Wunderbar. Hui. Jetzt bin ich so wie Trevor bei GTA, der mit der so schönen One-Hit macht. In jeder Minute, in der keiner stirbt, macht doch auch Spaß. Wir eine halbe Million Abonnenten. Was sagst du, Terror? Terror hat eine tolle Idee. Bis der Agonizer 9000 wieder läuft, übertragen wir, wie der Kammerdieb unsere Crew abschlachtet. Na, das ist doch unterhaltsam, oder? Nein, er hat sich voll in die Luft gejagt. Warte, Rachel, ich komme zu dir. Warte, ich komme. Ich bin gerade eingefroren. Oh, ich bin bei dir. Ich bin trotzdem bei dir. Ey, ich hab das Ziel gefunden. Gibt's da irgendwo einen? Ja, ja. Tot. Puh. So, wer hat mich eingefroren? Du da oben, ich seh dich. Ja, oben hast du dich. Erwischt. Ja, ich hab ihn nicht gekriegt. I fell into a burning ring of fire. And the flames went higher. Was haben wir denn da? Nur mal gucken. Oh, das Ding ist auch ziemlich geil. Weil die Drops schon so sind, die philosophische Meinungsverschiedenheiten haben. Aber wenn ich eins erkenne, dann eine wahre Tötungsmaschine. Die Kalypsos hat recht, was dich angeht. Das ist noch früher, ne? Das ist unser Moment! Ah, hier gibt's ja. Ich
je. Ein Niemals! Nimm das! Na, wirst du wohl liegen bleiben? Hilfe, der explodiert alles. Und Leute! Ich geschossen, du gestorben. Mein Gott, der ist doch jung. Nein! Nein! Recht lang. Ja, ich würde noch auf Rachel warten. Ja, das war das richtig. Warten wir auf sie. Oh, da ist sie. Hey, du bist hier bei den Profis, Kammerdieb. Wenn wir dich in den Ring holen, brauchst du ein Leitmotiv. Ich auch. Such dir eins aus. Betreten wir die Arena. Ey, du kannst sogar alles benutzen. Komm mal, mal. 3, 2. Ne, oder war das davor? Legendärer Granatenmod. Hunter-Seeker. So, bereit? 235.000 wieder, glaube ich. Angriff! Nein, zu spät. Alles gut. Ach, guck mal, das ist der kleine Dude mit seinem komischen Dienstag. Mit seinem kleinen Stern. Guck ihn mal an, seine Augen. Fällt fast raus. Das ist der Viehtreiber, damit haben sie Tennis geärgert. Oh, war nein, so. So hat man seinen Auftritt. Gebt ihnen Saures. Kammerdieb ist entflammt. Jedenfalls in Kürze. Das ist der Schwachpunkt. Ich hab hinten den Schwachpunkt. Hier, da. Ja, von hinten geht natürlich auch. Boah, der Schaden. Hinten ist kaputt. Zeit für eine kurze Werbepause. Du feige Sau, du. Gesponsert von Marcus Munitions. Moment, ich soll was sagen? Fickt euch Kunstspinner? Hey, Alter, dein Geld nehme ich gerne, aber das ist unprofessionell. Vorsicht, da ist ein Bomben dran, ne? Was? Da ist ein Bomben dran, ne? Das stimmt, da ist ein Bomben dran. Okay, die Pause ist vorbei. Wir sind wieder da. Terror, durch alle Knöpfe. Stirb! Nicht schießen. Banditen kommen.
Nimm das! Viel Glück im nächsten Leben! Kammerjäger! Und zerstör den Kerl! Vertrau mir! Tot! Der Schaden ist richtig pornös, ey. Ey, jetzt passiert doch irgendwas irgendwie. Ach nee, er kriegt jetzt mehr Kräfte. Ah! Beams, Tennis! Waren die den Augen drin? Ja. Ich will. Geschütze! Warte! Schön! Das ist oh, zwei legendäre Sachen! Okay. Das ist Stefan meine. Ein Artefakt. Und? Was ist denn das? Hier, ich hab Zeichen der Sirene, wer will? Nuklei Opti Demnit. Eine Kombat-Waffe. Sogar zweimal. Das hatte ich schon. Wie hast du das? Haus. Was denn? Willst du auch eine Nuklei... Ja, wir rauskommen, nehme ich gerne. Hier. So, so eine Waffe habe ich doppelt. Ich glaube, ich werde zum... Nee, komme mir gerade nicht bekannt vor. Mal gucken. Wie hast du das? Oh. Hey, ich brauche das nicht. Hab schon. Geiles Ding. Wie weißt du denn, was ich meine? Faust, ich hab die nochmal als Nuklei bekommen. Oh, ich bin schon ganz zufrieden mit dem, was ich gerade habe. Nee, warte, hier, ey. Warte. Ich hab die sogar. Guck mal, ich hab die als Nuklei. Oh, die ist gut. Hä? Was denn das? Okay. Jetzt zeig mir nochmal das Nuklear-Ding. Zeig mal her. Warte. Bin ich so lange. Warte. Ich erschieße währenddessen die Zuschauer. Sterbt! Rachel, hier. Auf was gedreht. Ach, und dann hat das auch noch so ein Schild, das ist ja interessant, wie Hyperion. Ja, die ganzen Zuschauer sterben einfach alle weg. Wir schießen seinen Schneis in ihre ungläubigen Reihen. Ey, willst du dir jetzt behalten? Nee, 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 hier kommt. Hm. Nee, nee, das sah gerade so lustig aus, er steckt da ein und tschüss. Hey, ich war nur, ja, weil da war was anderes legendäres gewesen, aber nee, das war das Ding, was keiner haben wollte, alles klar. Weil ich hab zwei, ich hab die zweimal von dem Dicken bekommen. Komischerweise. Also der Dicke hat sie mir zweimal droppen lassen. Ist doch geil. Warte mal, wie viel Wert hat die? 2000. Du bist eine heimliche Sirene? Ja. So, der Charme ist halt anders. Ich Gedanken mit dir sprechen und den Kammerschlüssel aufladen. Mit meinen Kräften kann ich Maschinen und alles manipulieren, was Strom nutzt. Das nennt sich Phasenverschiebung. Man kann sagen, es war ein Geschenk von einem Schutzengel. Ne? Ich wollte das eigentlich für mich behalten, aber wie das immer so ist, robotische Mordmaschine. Naja, du warst dabei. Wenn du sie normal haben willst, weißt du, dann hab ich bekommen. Ich bin berühmt. Warte. Wir sehen uns auf der Sanctuary Kammer. Ja, dann nimm mal die hier. Schau mir mal meine Waffe. Oh. Dagobert Duckster, ja. Kriegst du 200 Milliarden pro Monat. Ah, ich glaube, dann würde meine Freundin gar nicht mehr von mir loslassen. Ich achte nicht aufs Geld. Dann würde sie Schuhe haben wollen. Ich krieg nur blaues Zeug da raus. Oh, was ist denn das? Hier war ein blaues, ich sehe hier gar nichts auf dem Boden. Ja, weil du das nicht siehst. Hä, ja, aber du sammelst doch meine Sachen auch mal ein. Und du musst jetzt selber an das Ding dran drücken. Da hat man als Sirene eine Zielscheibe auf dem Rücken. Kann ich nicht. Wir sollten uns um die gegenwärtige Situation kümmern. Auch wenn der Kammerjäger den Spendenaufruf der Kalypse verhindert hat, haben sie bereits enorme Mengen an Iridium gesammelt. Sie werden es für etwas benutzen. Vielleicht zum Öffnen der großen Kammer. Warte, soll das heißen, die große Kammer gibt es wirklich? Ja, ich bin ganz beim Kammerjäger. Was?
die große Kammer gibt, muss im Inneren eine sehr mächtige Kreatur sein. Die Kalypsos sind bereits Monster. Ich will nicht erleben, was geschieht, wenn sie diese Art von Macht stehlen. Als sie mich gefangen nahmen, brachten sie mich in eine Festung, in der sie ihre Iridium-Spenden sammeln. Was immer ihr Plan auch beinhaltet, es wird doch passieren. Dann wird das unser Ziel, Killer. Begib dich zu Rolands Grab und sag Ron, er soll die Raiders zusammentrommeln. Wir bringen das jetzt zu Ende. Richtig. Die der in den Nacken kann. Das Wort habe ich jetzt mal nicht gesagt, weil das ist wieder dann. Das ist. Ich will auch mal, oder? Ich will auch. Ja, du hättest auch hier vertauschen können, Madame. David, mit dem Trading für Throwing Gun. Eine Schrotflinte. Hast du etwas? Ich hab's gehört. Komm her, Faust. Gucken wir jetzt, das ist eine Schrotflinte. Ich kann grad nicht, es sind überall Gegner. Warte, ich komme, Faust. Beautiful! Ich bin mit dich hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Ich bin hier! Vielleicht kommt noch eine zweite Welle. Aus, hier bin ich! Hier, hier habe ich gerade im Automaten gekriegt. Ich guck mal. Oh! Geil! Wir. Ich hab so eine ziemlich geile Pumpe, also von dem her nimm du das mal. Vorsicht! Gegner! Hier ist so ein gesalbter Typ hier. Was zur Hölle? Muss ich meine Schrotflinte rausholen? Hä? Willst du wieder böse? Bitte. Der teleportiert sich, der feige Schlüpfer. Oh, oben. Also oben ist ein großer roter Punkt. Moment. Da. Ja, geh da hin. Ich mach hier unten den Battles. Unten. Komm schon, gib's mir. Zeig's mir, komm. Tot. Rage hier bitte. Ah, nee, du hast auch zu machen. Nicht wie hier. Was? Boxen. Boss hat immer vergessen zu kommen. Ich komme hoch. Ah, ich will mir mal die Schrotflinte angucken, weil die ja auch leer ist. Sägeblätter. Nein. Ich schieße Sägeblätter. Wie geil ist das denn bitte? Ich sehe es, ja. Tor! Angriff der Killer-Kettensägen. Ja, komm mal her. Guck mal. Sägeblätter. Sägeblätter. Das ist eine Schrotflinte, ne? Von Torque. Ja. Naja, die nimmt man doch mal mit. Sowas hat den noch nie gehabt. Das ist geil, das gefällt mir. Ich sagte, das ist geil, das gefällt mir. Mir gefällt das auch. Das ist wert. So Leute, auf zum großen Angriff. Scooter hier hinter dir her. Your Queen Double D Double Die Double D Double Die. Rückzug, Rückzug. Rückzug! Rückzug zu Rolands Grab! Rückzug! Hau dir ab! Okay. Oh, Rachel! Wir werden nochmal fahren! Mäh! Unser Blatt! Es hat sich gewendet! Okay. Faust, hinter dir ist jemand. Gleich nicht mehr. Kann das sein, dass ich langsamer bin als Rachel? Und doch an, es gibt ein Rad, was dich langsamer macht. Ja, ich hab das mit diesem komischen. Hier, guck. Mal, ich guck's mal an. Ich
Geschütze aktiv sind. Ja, da bist du da bist ein bisschen langsamer, ja. Ohne bist du schneller. Machst du vorher mehr Schaden mit dem Ding? Ich mache mehr Schaden. Wurm zeigt dir den Weg. Oh ja, ich bin schneller. Genau. Ja. Boah, unser Angriff hat nicht funktioniert. Was müssen wir machen, ne? Andere Seite, der kackt wieder in den Garten, ne? Talk! Ey, dieses Bild von Roland, sieht wirklich cool aus von hinten. Oh ja. So, dann hab ich auch. Mein Po kann keiner toppen, ich hab nicht so einen Runden. Sehr schön knackig, das gut zu spielen. So, und was wir uns da erwarten wird, das sehen wir dann im nächsten Part. Bis dann würde ich sagen, passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao. Tschüss. Oh, hast geschafft. Geschafft, hör.